Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Himmels 19. Himmels 19 Challenge Projekt. Jo, mit dem Chrissy. Und mit dem inkompetenten Elo. Moin, ja, da hat der Herr Kollege recht mit einem sehr unkompetenten LU. Da sieg ich gerade an mit dem Krone Big X waren. Oder Big ja, M. Ich bin jetzt mal voll vorne in LKW reingefahren, müsste ich eigentlich konnte eskalieren, aber ich lasse es. Und ja, wir machen mal da weiter, wo wir aufgehört haben in der letzten Folge. Wir sind mal auf dem Weg zum Händler. Und ja. Was machen Sie so, Herr Kollege? Haben Sie was gekauft? Ja, so ein Fahrzeug im sechsstelligen Millionenbereich. Wie gesagt, wenn Sie was kaufen, müssen Sie es sagen. Ansonsten ist es auch wieder eine Regel. Nein, habe ich nichts gekauft. Außer ich gehe jetzt nur noch Dünger kaufen. Muss ich das abgestellt sagen? Nee, Dünger nicht, aber Fahrzeuge. Okay, mach ich. Weil ich zahle wieder keine 50.000 Euro Rechnung beim LU. Wäre hier jetzt ganz gut bei den Rechnungen. Ja, machen, ja. Wird keine 50.000. Mensch, 100.000. Ja, das ist sowieso ein bisschen geil. Leicht neben der Spur heute. Ja. Und die brauchen sich ja gar nicht über Geld zu beschweren, ey. Wie viel haben die überhaupt auf dem Konto? Zu viel. Millionen. Ich glaube, 3,5 nur noch? Die hatten vorher 6 Millionen, Alter. Siehst du mal, wie die das Geld verschwenden. Ah, warte mal, ich wollte noch was fragen. Ich glaube, ich eskaliere jetzt schon wieder komplett. Ich bleibe jetzt ruhig. Was gibt's denn? Oh. Ach jo, ganz ruhig bleiben, Herr Kollege, ganz ruhig. Jo, Herr Kollege. So, dann starten wir los auf das Feld 55. Und ja, aufpassen, damit wir da nicht hängen bleiben bei dem Dings da. Uiuiuiui. Ja, dann schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und dann passt das wieder, so würde ich sagen. Und vielleicht, hoffentlich in der nächsten Folge ist Aufnahmesession oder, na, ich weiß nicht, wann der Special Guest einmal dabei ist. Aber auf jeden Fall wird einmal ein Special Guest dabei sein. Jo, haben wir wieder geschafft aufzustellen. Und jo, jetzt fahren wir auf Feld 55. Und dann passt es. War gerade ganz ruhig bei Melo, ich habe nichts gemacht. Was hast du denn gemacht? Nichts. Alles gut. Hm. Ich glaube. Die haben jetzt gesagt, die machen jetzt Frühstückspause. Aha, ja.
Morgen ist Frühstückspause, morgen ist Pause, Mann. Ich bin aber ganz ruhig geblieben. Uiuiuiuiui. Ich mache auch immer um 9.11 Uhr mache ich auch immer eine Frühstückspause. Oh ja. Mache ich auch immer. Oh. Der Server hat kurz geklickt. Jo, komm mal rein. Solange es nicht an der Frühstückspause liegt. Das nächste Mal, wenn die was holen, wenn die hier holen, dass ich mal vorbei war, sag ich auch erstmal, nee, tut mir leid, ich mach jetzt mal mehr als Pause. Mach ja. Jo, mach ich jetzt auch, ey. Nachher sagst du ihnen ein schön großes, sollen sie einmal beeilen, beim Arbeiten nicht dahin jausnen. Ja, so viel wie die arbeiten, Alter, arbeite ich. Das muss die in der Stunde arbeiten, aber ich arbeite ich in der Viertelstunde. Weil ich keine verschissene Mittagspause mache. Ist halt so. Einfach beim Preis abziehen. Ey, weißt du, was wir einfach machen? Wir stellen uns vor, die LU einfahren und machen eine Mittagspause. Windtraktoren quer, ey. Das sag ich dir. Traktor umstellen, abschließen, den Schlüsselturm genau. Einstecken. Und dann gehen wir und dann gehen wir zum Dönerbude essen. Ja. Rechnung, die Rechnung vom der Mittagspause stellen wir auch dem Melu dann. Ja, das stellen wir natürlich im Melu hier. Aber muss man natürlich auch noch mit Laufkosten alles berechnen. Das wird dann sich auf einen Betrag von 2 Millionen. Am Ende. Okay. Wenn jetzt so eine Scheiße machen, eskaliert. Das gibt's nicht jetzt im Elu. Ah, die Reaktion hätte ich jetzt gern gesehen. Ach ja, wenn man so Kompetenzpersonal hat, ist das halt so schwierig. Aber was soll man machen? So, dann haben wir das auch erledigt. Wie schaut's mit unserer Wiese aus? So. Was ist denn los? Jo, die wollten gerade eine Rechnung von mir, ich bezahlen soll, aber ich hab Mittagspause gerade. Habe ich gar keine Lust zu. Ich bin gerade zu faul, das Portemonnaie rauszuholen. Das ist ja, wie ich meine. Wenn sie mich verarschen wollen, verarsche ich sie. Das heißt, ich muss ja mal kurz ins Elu. Ja, viel Spaß. Da will ich auch mithören. Spaß. Grüß dich, Gott. Hallo. Und zwar hätte ich einen Auftrag für meine Wiese, und zwar aufsammeln. Da hat schon ein Kollege gemäht, aber das ist bis jetzt noch nicht aufgesammelt worden. Und zwar neben der Feld Nummer 41. Neben der 41. Ja. Ja, da wo ich jetzt gerade draufstehe. Da ist schon in Schwarz. Könnten Sie das bitte einsammeln und auf meinen Hof bringen? Ja. Und ins Vorsilo kippen. Ja. Ins leere Vorsilo, ja, weil eben. Mach ich gerne für Sie. Was? Danke. Was wird denn das kosten? Dann gebe ich die Mittagspause gern auf. Herr LS-Dofi, ich habe Ihnen jetzt so ein bisschen Geld überwiesen für die Brötchen, okay? Okay, Labin, gar kein Problem. Und nur mal so. Okay, LS-Dofi. Und nur mal so. Ich sage mal so viel. Wenn Sie nicht wollen, dass die LU frühestens morgen abbrennt, würde ich Ihnen empfehlen. Mich so zu behandeln wie den Kollegen, ansonsten kann es sein, dass ich und der Kollege noch Feuerwerk im Keller haben und das gerne mal ausnutzen wollen. Und da ist das LU ja ein perfektes Ziel. Also ich soll sie so behandeln wie meinen Kollegen.
Dann sehen Sie zu, dass Sie Ihre Wiese gemäht bekommen. Nee, nee, so haben Sie meinen Kollegen nicht behandelt. Nee. Zack, zack. Ich wusste, Herr Chrissy, ich wusste gerade, dass Sie mit Zack, Zack behandelt wurden. Na, das nicht. Wusste ich auch nicht. Nee, ich meine die Gieße oben im Himmel. Ich dachte jetzt, Sie meinen, den Azubi Nils. Was? Ach so, der Azubi. Ja, nee, der Azubi, der kann jetzt mal gleich bei mir erstmal Scheiße fressen von den Kühen. Teleskopi? Ja. Haben Sie sich das nicht schon alles auf Ihr Brot geschmiert? Ich gehe dann aber. Nee, das haben wir auf Ihr Brot geschmiert wegen Ihrer Mittag. Ach jo, Lettland, was muss man sich da im Elu anhören? So, jetzt gehen wir einmal auf den Hof und dann passt das. Schauen wir mal, was da so abgeht. Also, falsche Abteilung. Und ja, schreib's gerne mal in die Kommentare, ob wir uns so einen Radlader holen oder so einen Frontlader wenigstens. Damit wir da das wegbringen können da. Jetzt gibt's Stress. Jetzt gibt's Stress. Sie beschlagen. So, Herr Kollege, jetzt gibt's Stress. Jetzt gibt's Stress. Ja, alles klar, Herr Lesbidi. So, Herr Kollege, alles Sie klar, können gleich da bleiben. Sie können gleich da bleiben, Herr Kollege. Übrigens! Wo fahren Sie eigentlich hin? Ich habe noch eine Wiese. Wo? Unter meinem Hof. Herr Kollege, ich würde gern da. Wenn Sie das nicht sofort abmähen, gibt's hier was. Und zwar hat der andere Herr Kollege, der jetzt gerade früher gegangen ist, der Stroh in der Scheune abgeladen. Und zwar würde ich das gerne entfernen lassen. Aber auf ihren Nacken. Ach nee! So, nicht das, wo er ausprobiert Lavin, hat. Lavin. Die Schwader-Rechnung geht dann auf Sie. Was denn? Ich hab da gar nicht gemäht. Ja, wenn das... Das geht das halt auf Ihren Azubis, mir egal auf wen. Auf mich schon mal nicht. Wenn der Haufen wenn da in der nächsten... Wenn er inkompetent ist, eine Schwaderblage an. Hören Sie mir zu. Nee, ich höre nicht zu. Ah, ist mal zu blöd. In den Silo. Das haben wir extra bauen lassen na, für dich, damit du die na, bei mir am Hof. Hat ich da auch nichts verkauft. Bei mir am Hof. Da hat er ja. In der Silo hat er. Du mich eigentlich verarscht oder was? Mit Steuerung I hat er das abgekippt und nicht mit I. Ach, und das. Rollen? Was willst du von mir jetzt? Du noch nicht! Oh Mann. Ich zieh den jetzt an der Rand. Jo, Leitland, ey. Jo. Das ist Lube, die Magella. Oh Mann. Schreib's gerne mal in die Kommentare. Na, geh jetzt Victor. Ah, der hat das alles so abgekippt. Jetzt brauchen wir einen Schmäh. So, Lettland, lass uns schnell verschwinden. Wir sind mal wieder auf dem Hof. Und ja. So. Dann war's das so. So, meine lieben Freunde, das war's auch dann schon wieder mit der Folge. Schreibt so gern eure Meinungen zu der Folge in die Kommentare. Natürlich das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.